so, und weil es ja nicht nur eine Ökonomie des Geldes, sondern auch eine Ökonomie der Zeit gibt, werde ich Ihnen sagen, was ich mit Ihren nächsten 10 Minuten anstellen werde. Eine kleine Übersicht. Zunächst geht es um eine Frage nach dem Menschen. Dann geht es um die Frage, in welcher Gegenwart wir diese Frage stellen und was diese Gegenwart mit uns macht. Und abschließend, und das liegt mir besonders am Herzen, was wir mit dieser Gegenwart machen. Eins. Fangen wir sehr klein an. Was ist der Mensch? Naja, ich weiß es auch nicht. Sicher ist nur, dass er das einzige Tier ist, das diese Frage, wer bin ich, stellen kann und sie zugleich niemals abschließend beantworten kann. Denn im Gegensatz zu den bestimmten Tieren, die in eine vorgefundene Umgebung hineingeboren sind, wie ein tropischer Fisch, der sein Riff in den immer gleichen Bahnen umschwimmt, ist der Mensch das unbestimmte Tier, das sich seinen Lebensunterhalt immer wieder neu schafft. Seine Lebensumstände, auch den Unterhalt. Das war jetzt gar nicht so schlecht, aber auf jeden Fall seine Lebensumstände. Ja, wir haben keinen Riff, wir müssen unsere Lebensumstände immer wieder neu schaffen. Wir haben keine Umlaufbahn, aber wirklich frei sind wir auch nicht. Denn einerseits ist immer schon etwas da. Wir stehen auf Ruinen. Und niemand betritt eine leere Welt, sondern ist immer in eine bestimmte Epoche, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Familie hineingeboren. Und andererseits steht uns Menschen nicht nur vieles entgegen, sondern es bleibt uns auch sehr vieles unverfügbar. In der Liebe und im Leben und beim Sterben. Diese seltsame Position beschreibt der Philosoph Martin Heidegger, den wir trotz seiner Angebräuntheit und sehr schlimmer Verfehlungen als klugen Denker achten wollen. Also Heidegger nennt das den geworfenen Entwurf. Geworfenheit beschreibt die Momente unserer Unfreiheit. Und der Gedanke des Entwurfs illustriert die gleichzeitige Offenheit der Zukunft und unsere Verantwortung für sie. Kurz gesagt, wir können nichts für unsere Lage, aber alles dafür, wie wir mit ihr umgehen. Dieses seltsame Nebeneinander von Freiheit und Unfreiheit ist nur einer der vielen Gegensätze, die unser Leben strukturieren. Autonomie und Abhängigkeit, Gier und Großzügigkeit, Körper, Geist, Chaos, Ordnung und so weiter. Der Mensch ist das paradoxe Tier. Und jede Bestimmung, die diese Ambivalenzen aufgibt, ist letztlich eine Verflachung. Schlimmer noch, sie ist eine Beraubung. Denn der Mensch ist keine Figur des Entweder-Oder, sondern eine Figur des Sowohl-als-auch. Sowohl Stärke als auch Schwäche, sowohl Dauer als auch Vergänglichkeit, sowohl Gehorsam als auch Widerstand. Oder genauer ist das Dritte. Er ist der Umgang mit all seinen Widersprüchen. Diese Artistik, diese immer wieder zu leistenden Balancen und Justierungen beschreiben den Menschen als notwendig kreative Kreatur. Ein Tier, das sich und die Welt, in der es lebt, immer wieder hinterfragen, kritisieren und neu erfinden muss. Das sind so Fragen. Ja? Doch diese Fragen stellen sich immer in einer ganz bestimmten Zeit. Und jetzt fragen wir, ja, was lässt sich denn jetzt über unsere Gegenwart sagen? Jetzt kommen wir zum Geld, keine Sorge. Unsere Gegenwart ist bestimmt von der Ausweitung der ökonomischen Sphäre oder, wie ich es nenne, von Marktdenken. Bei dieser Ausweitung ersetzt die ökonomische Sphäre Werte anderer Sphäre durch ihre eigenen Werte. Das lässt sich zum Beispiel beobachten im Bereich der Gesundheit. In Deutschland gibt es Altenpflegeheime, die sind Spekulationsobjekte und nur in Kürze, also am meisten wird beim Personal gespart. Es lässt sich beobachten im Bereich der Bildung. Universitäten müssen mittlerweile eigentlich auch Geld verdienen, so wie Krankenhäuser Geld verdienen müssen, und es müssen Drittmittel eingeworben werden und es geht auch nur noch um schnelle Abschlüsse und um Leistungen. Und naja, ein anderer Bereich, das Zwischenmenschliche. Der Umgang miteinander reduziert sich auf Kalkül und Berechnung und auf die Frage, was kannst du mir nützen? Das ist total widerlich und auch besorgniserregend. Und jetzt müssen wir aber fragen, gut, was sind denn jetzt die Werte der ökonomischen Sphäre, die solche Effekte, solche Folgen haben? Na, das ist ganz einfach. Effizienz, Berechenbarkeit, Kontrolle, Fehlervermeidung. Das ist alles Teil der Planungssicherheit. Planungssicherheit. Ja? Es geht nämlich nicht um Vertrauen in unserer Gesellschaft, sondern es geht um Sicherheit. Um Sicherheit und um Angst. Und beides wächst und wächst und wächst. Aber das Vertrauen, das verschwindet. Planungssicherheit. Warum brauchen wir Planungssicherheit? Damit die Geschäfte gut laufen. Denn eigentlich geht es um Geld. Es geht um Geld, nein, das ist auch falsch, es geht um mehr Geld. Darum geht es, es geht um Profit.
Und Profit ist endlos steigerbar. Sehr schön. Selten habe ich so gute Graphics für den Vortrag wie mit dieser Kurve. Ich habe gesehen auf einem Plakat neulich für Zigaretten, da stand, mehr ist nicht genug. Okay, genug ist nicht genug. Alles ist nicht genug und mehr ist auch nicht genug. Der Markt ist da ein bisschen gefräßig und sucht nach immer neuen Wegen, immer Neues zu verwerten, also Profit daraus zu schlagen. Dafür verwendet er den Mechanismus der Transparenz. Transparenz, das ist ein Begriff von dem Philosophen Byung-Chul Han. Den entwickelt er in seinem Buch Transparenzgesellschaft. Das ist ein sehr schönes Buch. Das sollten Sie auch kaufen. Vielleicht kaufen Sie lieber das. Der Mechanismus der Transparenz verwandelt Qualität in Quantität. Das ist ein wichtiger Punkt. Qualität in Quantität. Also eigentlich geht es auch darum, diese Seite des Graphen in die andere Seite zu verwandeln. Ja, was ist der Wert eines Kusses oder so? Er verwandelt Qualität in Quantität, Lebendiges in Lesbares und Werte in Preise. So wird alles eindeutig, bestimmbar, verfügbar und vergleichbar. Und diese Vergleichbarkeit nennen wir auf der Ebene der Menschen Konkurrenz. Und mir kann niemand erzählen, dass das nicht mehr geworden ist in den letzten Jahren. Zugleich wird aber durch die Ausbreitung von Marktdenken alles relativ, alles mit allem tauschbar, alles verhandelbar. Dabei müssen doch menschliche Werte wie unsere Würde, unser aller Gleichheit oder der Schutz der Schwachen absolut gesetzt werden. Doch nicht nur alle anderen Werte, sondern letztlich das andere selbst, also das andere als anderes, ist von der Ausbreitung der ökonomischen Sphäre und der ihr innewohnenden Forderung nach Eindeutigkeit, Lesbarkeit und Vergleichbarkeit korrumpiert. So, das geht jetzt von ganz außen nach ganz innen. Das ganz außen heißt es zum einen die aktuelle Ordnung der Dinge selbst. Ja? Und darunter verstehen wir die allgemeine und omnipräsente Orientierung auf Profit und seine Kehrseite, die Ausbeutung. Trotz aller Kritik, es gibt sehr gute Kritik, ja? Trotz aller Warnungen vor zum Beispiel Klimawandel, neuer Finanzkrise und steigender sozialer Ungerechtigkeit, und das kann man hier sehr schön sehen, wie sich das so bewegt hat an die Decke, trotz, und das ist jetzt noch sehr viel spannender, trotz aller real existierenden klugen Gegenvorschläge, also trotz aller möglichen Gegenkräfte scheint die Ordnung der Dinge selbst alternativlos. Alternativlos heißt, es kann nicht anders sein, als es gerade ist. Doch auch die anderen werden ausgegrenzt, die Loser, die Versager, Flüchtlinge, arme Menschen, alte Menschen, kranke Menschen, dicke Menschen auch. Zugleich verschwindet auch der andere. Also das Du, das Gegenüber als lebendiger Spiegel und Daseinskomplize. Und der Umgang, das hatten wir gehört, reduziert sich auf die simple Frage, ja, was kannst du mir nützen, was ist jetzt da für mich drin? Ja? Bringt mir das was? So. Und jetzt, schließlich ist auch das andere in uns selbst bedroht. Also die lebendigen Spannungen und Ambivalenzen von eben, zu denen wir uns als paradoxe und kreative Tiere verhalten müssen. Was übrig bleibt, ist ein gieriges Tier, das sich ständig verbessert, sich überall zur Schau stellt und daher immer kalkuliert, wie es für sich das meiste rausholen kann. Dieses Tier heißt Homo economicus. Und es existiert eigentlich gar nicht so viel mehr. Es ist ja gar kein Mensch, sondern ein Menschenaffe. Ja, so Studien und so sagen ja, Menschenaffen sind rational. Aber Affen schreiben auch keine Gedichte. Wir Menschen dagegen sind der Umgang mit Vernunft und Unvernunft, mit Eigennutz und Altruismus, mit Geiz und Verschwendung. Das heißt jetzt nicht, ja, dass dieser eigennützige und berechnende Affe nicht in jedem von uns vorhanden wäre. Es heißt nur, dass dieses Bild uns nur zur Hälfte erfasst. Mich interessiert da eher die andere Hälfte. Und vor allem unsere Aufgabe als Mensch, nämlich mit unseren Widersprüchen umzugehen. Dass wir großzügig sind, dass wir lieben können, dass wir einen anderen oder eine Sache wichtiger nehmen können als uns selbst, ohne dabei unsere Freiheit, unsere Interessen oder unsere Verantwortung zu verraten. Das ist alles historisch schon passiert und passiert auch weiterhin. Ja? Dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als man selbst. Das Leben wäre schrecklich, wenn es nicht so wäre. Diesen bewussten Umgang mit unserer Natur, die zwischen Widersprüchen vermitteln muss, den nenne ich Souveränität. Jetzt abschließende Frage, ich komme zum Schluss, dritter Teil. Wie wird man souverän? Wie wird man souverän in dieser Gegenwart? Und was bedeutet das? So. Die Souveränität erinnert uns an unsere Verantwortung für die Zukunft.
Sie erinnert uns daran, dass wir ein geworfener Entwurf sind und dass die Zukunft in unseren Händen liegt. Gerade herrscht ein Klima aus Alternativlosigkeit, Ohnmacht und Angst. Während man das Gefühl hat, in einem Auto zu sitzen, das ganz langsam gegen eine Wand fährt. Finanzkrise, Klimawandel, Terrorismus, Flüchtlingsströme und immer mal wieder Krieg. Immer näher. Doch hier schließt sich der Kreis. Der Mensch ist das unbestimmte Tier. Wir sind zu einer Freiheit verdammt, die wesentlich größer ist als die Wahl zwischen 1000 Tinder-Dates oder 15 Sorten Ketchup im Supermarkt. Wir machen die Welt. Und die Welt formt uns. Doch es sind immer noch wir, die mit dieser Lage umgehen. Nichts ist alternativlos. Es geht auch nicht darum, den wuchernden Kapitalismus zu verteufeln, sondern mit ihm umzugehen, indem wir dafür Verantwortung übernehmen, dass er etwas Menschengemachtes ist und nicht irgendwo hergekommen oder so. Ja, nein, wir haben das gemacht. Ja? Und ihn so zu erziehen, dass er unseren menschlichen Interessen dient und wir nicht zermalmt werden von seiner unendlichen Gefräßigkeit und Beschleunigung. Denn in Wahrheit ist alles noch da. Das Wissen ist noch da und die Institutionen sind noch da und die Natur ist noch da und die Tiere sind noch da. Und vor allem wir sind alle noch da, jetzt und hier im Leben. Nur die Perspektive stimmt nicht mehr. Der Blick, die Beleuchtung. Es ist an der Zeit für eine poetische Revolution. Wir brauchen neue Verknüpfungen zwischen den Dingen, neue Unterschiede, neue Kriterien, neue Gewichtungen und vor allem neue Geschichten darüber, was es heißt, ein Mensch des 21. Jahrhunderts zu sein. Nicht Homo economicus. Etwas anderes, ja? Ein anderer. Was heißt es, ein Mensch zu sein? Jetzt. Was heißt Solidarität? Was bedeutet der andere Mensch für uns? Was sind menschliche Beziehungen und was ist ihr Wert? Jenseits ihrer Verwertbarkeit. Wir brauchen einen neuen Umgang mit der Sprache, der wieder Platz lässt für Ambiguität und Poesie und so die Dinge und Menschen zum Leben erweckt, anstatt sie zu beziffern und konsumierbar zu machen. Aber vor allem brauchen wir wieder Werte und Worte und Gründe, die uns über uns selbst hinauswachsen lassen. Doch können wir wirklich etwas ändern? Die da oben, wir da unten, hier das große System, dort der kleine Mensch. Alles immer schneller und teurer und sowieso schlimmer. Was kann man denn da tun? Wir sind das System. Wir sind die Geschichte. Wir sind die Gesellschaft. Und wir haben die Wahl. Der Mensch ist das Tier, das die Wahl hat. Und dass diese Wahl so vielen Menschen auf der Erde immer noch genommen ist, ändert nichts daran. Es liegt am Verhalten jedes einzelnen Menschen, wie die Welt ist. Das ist die Antwort, die wir auf unser Hiersein geben. Und es ist die Verantwortung, die es mit sich bringt, am Leben zu sein. Als ob wir alle nicht mehr wüssten, was gut ist und was böse ist. Was wichtig ist und was unwichtig ist. Was uns klein und mies macht und was uns erhebt. Natürlich wissen wir das noch. Wir müssen nur danach handeln. Und scheitern und wieder aufstehen und wieder scheitern. Und Sie wissen schon, was ich meine, ja? In einer lebenswerten Welt leben zu wollen, heißt selber dafür gerade zu stehen. Das heißt, wach zu sein, mitfühlend zu sein und anwesend in hellen und in dunklen Tagen. Denn die Welt geht uns etwas an und die Zukunft geht uns etwas an, weil es unsere Welt ist. Wir sind keine bloßen Zuschauer. Wir sind nicht blöd und wir sind nicht selbstsüchtig. Und vor allem sind wir nicht machtlos. Wir sind die Welt und die Welt hat den Wert, den wir ihr geben. Und das Gleiche gilt für unser eigenes Leben. Vielen Dank.